Jürgen Bremer! Jürgen Bremer. Another left hook coming from Jürgen Bremer, and he's continuing. He's inches. At the same time, Lotinski is coming better. It arrived. He was a little bit choking after, especially with the right, and now more and more with the left hand. Here again. It's over. It's over. Jürgen Bremer defends his world title here. Ist beim Champion. Und das ist typisch von Avalon. Das war auch im Gutknecht-Kampf zu sehen, dass immer wieder auch schön. Und da ist er da, der Treffer zu Lehmer. Und Tony Avalon ist unten. 6, 7, 8. Cut anfällig. Und es könnte vielleicht, deswegen habe ich auch gestoppt. Die Antwort kann sich sehen. Wieder stark eingestiegen bei Jürgen Bremer. Er hat die erste Runde, ganz klar, aber er hat eben auch ein Problem. Verzweifelte Aktion von Macarinelli, wieder in die Regenpause und in die Ecke hinein, aber ich glaube, jetzt müssen in seiner Bewegungsfreiheit, wenn der Gegner angreift. Gleich schon Niederschlag in der ersten Runde. Der Leberhaken, und genauso haben sie es gewollt. Zweimal rechter Haken und damit links zur Leber. Das kann hier ganz schnell vorbei sein. Das ist vorbei. Kann haben wird. Oh, da war die linke drin. Die Schlaghand. Bremer getroffen. Krasnitschi wirkte angeschlagen. Wie beim Herausforderer bei Krasnitschi stets. Er macht es wirklich gut. Er macht den Raum zu, versucht Jürgen. Überhaupt nicht nervös wird, der ebenfalls Weltmeister war im Mittelgewicht in der Ecke von Bremer. Die haben natürlich auch gesehen, was hier passiert, und die haben auch gesehen, dass man da durchkommt. Deutschen Boxer. Oh. Volltreffer erst von Krasnitschi und dann der Konter von Bremer. Er macht es sehr kontrolliert, also er versucht Robin reinzulocken, und jetzt ist der rechte Haken, der durchkommt, er fällt in die Ringseite. Es darf ja eigentlich nicht im Stehen angezählt werden, aber wenn das Ringseil den Boxer davor abhält, dass er zu Boden geht, dann Tony Weeks, es sind die letzten 30 Sekunden, kann er da noch dagegen halten, kann er diesen Schlaghagel vom Weltmeister Jürgen Bremer jetzt überstehen? Gute Aktion am Seil, der Aufwärtshaken.